Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ihr habt schon am Titel gelesen, worum es geht, aber ich muss euch das Ganze jetzt auch mal einmal kurz erklären, denn es ist heute super Wetter. Ich habe schon lange überlegt, mal so einen kleinen Messertest zu machen und heute ist der Tag der Tage. Ich habe mir drei Messerschätzchen aus meiner Sammlung rausgesucht. Wir fangen natürlich klein an, Leute. Also ich habe drei Messer von Wolfgangs, die ich heute testen möchte. Ja, und ich habe hier jetzt auch schon einen alten Gartentisch platziert. Ich habe hier drei Sachen liegen, die ich heute testen werde. Zum einen Tomaten, Orangen und die Wasserflasche. Ja, da werde ich mich natürlich dran auslassen. Wir gucken mal, wie stark bzw. wie scharf diese Messer sind, was die natürlich alles in sich haben. Und ja, ich kann jetzt einfach nur noch sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem anderen Video. Und los geht's, meine Lieben. Wie gesagt, ich habe hier drei Wasserflaschen liegen. Ich habe hier Orangen liegen und hier die Tomaten, um mal zu gucken, wie präzise und wie scharf natürlich die Messer sind. Und ihr wollt jetzt natürlich sehen, um welche Messer es sich handelt. Wir fangen heute an mit dem Hunter. Das hat ja 420er Stahl. Dann geht es weiter mit dem W1, was 440C Stahl hat. Und dann geht es natürlich weiter mit dem legendären Ambulo. Da haben wir D2 Stahl. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Test heute ausgeht, was diese drei Messerschätzchen in Bezug auf diese Gegenstände natürlich können. Und Leute, ich würde doch einfach sagen, los geht's und wir fangen jetzt direkt mit dem Hunter an. Wir fangen jetzt mit dem Hunter an und der Tomate. Leute, das schneidet wirklich super. Seht ihr das? Hauchdünn. Richtig super. Schaut mal. Also, Test bestanden. So Leute, ich werde die Orange jetzt hacken. Also nicht schneiden, wir machen gleich das Härtere und los geht's mit dem Hunter. Mega Leute. Mega. Das geht so gut. Zack, seht ihr das? Okay, hier fängt es jetzt ein bisschen an schwieriger zu werden, weil es kleiner ist, aber super Leute. Richtig super. Geil. Ihr habt jetzt die Tomate gesehen, die Orange gesehen und jetzt will ich mich natürlich an der Wasserflasche probieren und wir starten somit den Härtetest. Ja Leute, ich bin mega gespannt, was uns jetzt bei dem Hunter erwartet, ob es das schafft und ich bin mega aufgeregt, Leute, ich habe voll Bock und los geht's. Wow Leute, wie geil ist das denn? Leute, 420er. Geil. Mega. Weiter geht's jetzt mit dem W1 und ja, da schauen wir mal, wie das aussieht. Wow, Leute. Auch mega. Also das schafft wirklich auch sehr, sehr dünne Scheiben, muss ich wirklich sagen. Schaut mal. Hauchdünn. Ja, mega. Mega, mega, mega. Also auch bestanden. Und jetzt werde ich natürlich mit dem W1 die Orange hacken, Leute. Ja, seid gespannt. Und los geht's. Wow. Mega. Sehr, sehr cool, Leute. Ja, auch bestanden. So, Leute, ich habe jetzt hier das W1 und wir testen jetzt mal, wie das Ganze mit dem Schätzchen aussieht. So, der Tisch ist übrigens schon geflutet. Okay, Leute. Auf geht's. Wow.
Leute, das hier ist echt das W1, Leute. 440er C, noch Fragen, Leute? Ich denke nicht. Leute, jetzt kommt das am Hulu, ey. Wie geil ist das denn? Wie geil. Und nun das legendäre Ambulu, Leute. Das schauen wir jetzt mal. Wow. Wow, Leute. Also das merkt man schon mega, muss ich sagen. Das ist so geil. Das fühlt sich richtig schön an. Also ihr müsst auf jeden Fall mal eine Tomate damit schneiden. Super, Leute. Also auch hauchdünn. Klasse. Wirklich richtig klasse. Und jetzt kommt, wie gesagt, nochmal der Hacktest mit der Orange. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das Ambulu macht. Und Leute, aufgepasst. Wow. Mega. Das ist richtig cool, Leute. Zack. Wie geil. Leute, das zertrennt so krass. Also ich muss sagen, dass ich bei diesem Schneidetest schon total merke, also wie gut der Stahl ist, das ist unglaublich. Zack, 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 guck mal Leute, selbst bei diesen kleinen Stücken, zack, 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 Wahnsinn, richtig Wahnsinn, geil. So, nächste Flasche Leute und jetzt hole ich das Ambulu. So Leute, es wird ernst. Und wow, mega Leute. Mega. Auch hier Leute, ich habe die Flasche natürlich etwas tiefer getroffen. Es geht durch. Es geht einfach durch. Geil. Ich will noch mal. So Leute, wir sind durch mit diesem geilen Messertest. Es hat so ultra viel Spaß gemacht. Also ich hätte das nicht erwartet. Und ja, ihr fragt euch jetzt nie, wie, warum überhaupt. Also ich habe es ja auch schon zu Anfang gesagt, ich wollte schon immer mal diesen Wasserflaschentest machen. Und ja, ich habe damit natürlich auch noch nicht in der Küche rumhantiert und mal so eine Tomate geschnitten und so. Und ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal, nehme euch dabei mit und ich hoffe, dass ich euch unterhalten konnte, dass ihr auch Spaß dabei hattet. Also mir hat es so, so viel Spaß gemacht. Ich hätte dann noch so 100 Flaschen mit zerschlagen können. Und falls ihr das schon mal ausprobiert habt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie das bei euch funktioniert hat oder was ihr schon mal für Tests im Garten gemacht habt. Also es würde mich auch mal interessieren. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, ihr könnt mir einfach mal schreiben, was ihr noch so für Tipps oder für Anregungen habt, vielleicht für einen nächsten Messertest, was ich da einfach noch machen könnte, weil ja, wir haben jetzt auch messertechnisch klein angefangen, also schreibt mir das doch einfach mal. Also da bin ich auf jeden Fall offen und ich lese mir das dann einfach durch, dann gucken wir mal, ob demnächst nicht vielleicht noch ein verrücktes Messertest-Video kommt. Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr auch so viel Spaß hattet, dann lasst mir doch gerne den Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und dann auch gleichzeitig das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn von mir ein neues Video online kommt. Ja Leute, und dann kann ich einfach nur noch sagen, ich wünsche euch einen super, super schönen Tag noch oder Abend, wann auch immer ihr das Video natürlich schaut und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Also macht's gut, meine Lieben. Ciao!